بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Neun Kapitel geht es um باب لا يقال السلام على الله. Der Titel lautet von diesem Kapitel: Man darf nicht sagen oder man sagt nicht السلام على الله. Was so viel bedeutet wie der Salam sei für Allah. Weil der Salam hat verschiedene Bedeutungen. Das Wort Salam wird verwendet als Form von Begrüßung, als Form einer Begrüßung. Man sagt Salamun ala Person so und so. Oder Assalamu ala so und so. Der Friede sei mit der Person so und so. Das ist eine Art, wie das Wort Assalam verwendet wird. Und eine der Bedeutungen von Salam ist ja auch der Friede. Und die zweite Bedeutung, die dieses Wort beinhaltet, ist As-Salama, was so viel bedeutet wie die Unversehrtheit. Die Unversehrtheit, also gemeint ist, dass jemand, eine Person frei von jeglichem Mangel ist. Und das ist das, was wir sagen, wenn wir sagen As-Salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dann bitten wir für Allah, für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, um Wohlbefinden, um Unversehrtheit. Und deswegen sagen wir, der Salam sei mit dir, o Prophet, und Allahs Barmherzigkeit und seine Segnungen. Und zum dritten ist As-Salam ein Name der Namen Allahs subhanahu wa ta'ala. Allah sagte im Koran, Surat al-Hashr, Vers 23, Al-Maliku al-Quddus al-Salam. Das Ergebnis dieses Kapitels ist, dass man nicht sagt As-Salamu ala Allah. Weil, wenn man sagt, der As-Salam sei für Allah oder auf Allah, dann meint man damit, oder dann ist inbegriffen, impliziert, sagt man direkt oder indirekt, als würde man Dua für Allah subhanahu wa ta'ala machen, dass er unversehrt bleibt. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist schon unversehrt und er ist frei von Mängeln und deswegen macht dieser Dua für Allah subhanahu wa ta'ala keinen Sinn. Und der Grund, warum der Autor rahimahullah ta'ala dieses Kapitel erwähnt hat hier, ist, dass wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'alas Eigenschaften die vollkommensten Eigenschaften sind. Und deswegen darf man nicht sagen Assalamu ala Allah, sondern diese Form von Dua, die macht man für Geschöpfe, für Menschen, wenn man sich begrüßt oder ähnliches, aber nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat An-Nahl, Surah 16, Vers 60, diejenigen, die an das Jenseits nicht glauben, haben die Eigenschaft des Bösen. Aber Allah hat die höchste Eigenschaft und er ist der Allmächtige und Allweise. Also Allah subhanahu wa ta'ala werden die höchsten und vollkommensten Eigenschaften zugeschrieben. Nachdem wir also zuvor Allah subhanahu wa ta'ala die schönsten Namen und Eigenschaften zugeschrieben haben, sprechen wir ihm jetzt diejenigen Namen und Eigenschaften ab, die ihm nicht gebühren. Der Beweis für das, was wir eben nun gesagt haben, ist ein Hadith, überliefert bei Bukhari und bei Muslim, in dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über ihn folgendes berichtet wird. Und zwar sagte Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu: Kunna idha kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi s-salah, qulna as-salamu ala Allahi min ibadihi, as-salamu ala fulanin wa fulan. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه sagte: Wenn wir mit dem Propheten صلى الله عليه وسلم im Gebet zusammen waren, sagten wir immer السلام على الله من عباده. Was so viel bedeutet wie seine Diener, also Allahs Diener, wünschen Allah Unversehrtheit. As-Salamu ala Allah, der Salam sei für Allah von seinen Dienern. Das heißt, als würden seine Diener Dua machen und sagen, oh Allah, mögest du unversehrt bleiben. Und dann heißt es weiter, As-Salamu ala Fulan wa Fulan, und auch mögen die Personen so und so und die Personen so unversehrt bleiben. Und in einer anderen Überlieferung, wie heißt ebenfalls bei Bukhari, ist der näher beschrieben, wer gemeint ist mit diesen der Person so und so und Person so und so. Und zwar ist damit gemeint eben Jibril und Mikael alayhim assalam. Und dieser Teil ist also unproblematisch. Der Prophet sagte daraufhin,
Sagt nicht, der Salam sei für Allah, denn Allah ist der Salam. Das heißt, ihr braucht nicht Dua machen für Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese Unversehrtheit bekommt, sondern Allah subhanahu wa ta'ala ist an sich der Salam, ist an sich der Unversehrte, derjenige, der frei von allen Mängeln ist. Und dieses Verbot natürlich weist darauf hin, dass es haram ist, so etwas zu Allah subhanahu wa ta'ala zu sagen, weil es ja im Widerspruch steht, erstens zu unserer Aqida und zweitens im Widerspruch steht zu dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier angeordnet hat. Schönerweise lernen wir hier wiederum, dass nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns etwas mit Allahs Erlaubnis verboten hat, hat er uns einen Ersatz gegeben. Hat er uns etwas beigebracht, was wir stattdessen zu sagen haben. Und was wir stattdessen zu sagen haben, ist eben der Dua, den wir alle sagen. Wir sagen, wie der Professor uns beigebracht hat, At-Tahiyyatu Lillah. Das heißt, der Gruß sei für Allah und nicht die Unversehrtheit. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, auf der einen Seite hat uns etwas verboten, auf der anderen Seite bringt er uns etwas bei, was wir stattdessen tun sollen. Und so muss der Da'i ja immer fungieren. Wenn er jemandem etwas verbietet, zeigt er ihn und weist er ihm direkt darauf hin, was für ihn erlaubt ist. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns etwas verboten hat, hat er uns dafür zahlreiche Tore geöffnet. Zweitens lernen wir, dass die Scharia uns nichts verbietet, es sei denn mit einer Ursache. Es sei denn, es gibt dafür eine Ursache. Das heißt, und diese Ursache natürlich entweder man kennt sie oder man kennt sie nicht. Und vielleicht kennt sie jemand, der gelehrt ist, und jemand, der nicht gelehrt ist, kennt sie eben nicht. Das kann sein. Und außerdem ist es ja auch so, dass wenn du jemandem etwas verbietest und ihm erklärst, warum, dass dadurch das eigene Herz beruhigt wird, weil man weiß, warum etwas verboten ist. Und wir lernen auch von diesem Hadith, dass wenn man gelehrt ist in einer Sache und weiß, dass etwas verboten ist und man sieht, dass andere Leute es tun, soll man sie darauf hinweisen und sie eben nicht einfach so in diesem Verderben lassen. Das heißt, dass man sie dabei diese Sünde weitermachen lässt. Das gehört also zu einem aufrichtigen Da'ia, dass er den Leuten das Gute gebietet und das Schlechte eben verbietet. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Al-Imran im 187. Vers: Und gedenkt, als Allah mit denjenigen, denen die Schrift gegeben worden war, ein Abkommen traf, ihr sollt sie den Menschen ganz gewiss klar machen und sie nicht verborgen halten. Bismillah, dann kommen wir zu einem neuen Kapitel, das lautet Babun Qawlu Allahumma ghfirli in shi'ta. Das Kapitel lautet folgendes, und zwar die Aussage: O Allah, vergib mir, wenn du willst. Zunächst einmal erwähnen wir, in welchem Zusammenhang steht dieses Kapitel mit Tawhid al-Asma us-Sifat. Ganz einfach, in diesem Kapitel wird aufgezeigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die vollkommene Macht besitzt und dass Allah subhanahu wa ta'ala der Großzügige ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala unglaublich viel uns mit Gaben überschüttet, und all dies gehört zu seinen vollkommenen Eigenschaften. Bei Bukhari und bei Muslim ist überliefert über Abu Huraira radiallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal: La yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in shi'ta Allahumma arhamni in shi'ta liya'zimil mas'alata fa inna Allaha la mukriha lah wa li muslimin wa li yu'azzim ar-raghba fa inna Allaha la yata'azamuhu shay'un a'tah. Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Niemand soll sagen, O Allah, vergib mir, wenn du willst. O Allah, erbarme dich meiner, wenn du willst. Sondern man soll im Bittgebet entschlossen sein. Denn es gibt niemanden, der Allah zu etwas zwingen kann. In der anderen Version bei Muslim heißt es, man soll stark nach dieser Sache verlangen, also die man im Bittgebet verlangt. Denn es gibt nichts, was Allah subhanahu wa ta'ala zu viel sein könnte. Es gibt nichts, was Allah hergibt, was ihm zu viel oder zu schwer sein könnte. In diesem Kapitel, liebe Geschwister, lernen wir,
dass es verboten ist, wenn man Dua macht und Allah subhanahu wa ta'ala etwas bittet, die Erhörung des Duas abhängig zu machen von Allahs Willen. Dass man die Erhörung des Duas von Allahs Willen abhängig macht. Warum? Denn die Sache ist, wenn man das macht, dann hört sich das so an, als würde man sagen, als würde man denken, dass es jemanden gibt, der Allah subhanahu wa ta'ala vielleicht einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala will dir etwas geben und es gibt jemanden, der das vielleicht abwenden könnte. Oder Allah subhanahu wa ta'ala will etwas von dir abwehren und es gibt jemanden, der Allah subhanahu wa ta'ala zu etwas zwingt. Ja? Das ist die erste Bedeutung, weil als würde man sagen, oh Allah, ich möchte dich zu nichts zwingen, bitte, wenn du möchtest, vergib mir, wenn du möchtest, vergib mir nicht, aber es ist deine Entscheidung, bitte, ich will dich nicht dazu zwingen. Und das ist natürlich, steht auch im Widerspruch zu dem, was wir glauben, denn Allah subhanahu wa ta'ala, man kann ihn zu nichts zwingen, sowieso nicht, und nichts ist für Allah subhanahu wa ta'ala zu viel. Oder es hört sich so an, als würde man damit sagen, dass diese Sache eigentlich für Allah etwas ganz Großes ist, etwas ganz Schwieriges ist. Und deswegen vielleicht will er es nicht machen, weil es ihm zu viel ist. Ja? Das ist nämlich genauso, wie wenn du zu jemandem hingehst und zu ihm sagst, und ihn anbettelst und sagst, bitte, also gib mir doch ein bisschen Geld, wenn du möchtest. Und man sagt dieses, wenn du möchtest, also wenn du möchtest, dann in dem Sinne, dass man, weil man weiß, dass es für die Person etwas viel sein könnte, deswegen sagt man ihm, gib mir etwas, aber nur wenn du willst. Wenn du nicht willst, brauchst du nicht, weil das, nur wenn du kannst, wenn du genug hast. Wenn du nicht genug hast, dann brauchst du es mir nicht geben. Ja? Und in dem Sinne ist natürlich das verboten, denn Allah subhanahu wa ta'ala, für ihn gibt es nichts, was ihm zu viel ist. Sondern man soll Allah subhanahu wa ta'ala um etwas bitten und dabei großes Verlangen nach dieser Sache haben, die man Allah bittet. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala einem auch inshallah den Dua erhören. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, soll man davon ausgehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt, soll man sicher sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Dua erhört? Das kommt darauf an. Wenn wir das Ganze aus dem Blickwinkel betrachten, aus dem Blickwinkel der Allmacht Allahs, dann muss man davon ausgehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala jedes Dua erhören kann. Problemlos. Allah sagte, Udi'uni astajib lakum. Ruft mich an, so werde ich euer Bittgebet erhören. Surat Ghafir, Vers 60. Aber aus demjenigen Blickwinkel betrachtet, dass du ein Mensch bist, der zwar Dua gemacht hat, aber vielleicht viele Taten gemacht hat, die Allah dazu bringen, dass er dein Dua eben nicht mehr erhört, worauf die Sunna auch klar hingewiesen hat. Natürlich, da kann es sein, dass man sich nicht sicher ist, ob dieser Dua erhört wird. Aber trotzdem soll man über Allah subhanahu wa ta'ala immer gut denken. Immer gut denken über Allah, denn Allah subhanahu wa ta'ala verfährt mit dem Diener so, wie er über ihn denkt. Wenn du über Allah gut denkst und davon ausgehst, dass er dir erhören wird, wird er dein Dua inshallah erhören. Und zu denjenigen Dingen, die Allah subhanahu wa ta'ala dazu bringen, dass er dein Dua nicht erhört, ist, dass man im Dua übertreibt. Dass man beim Dua übertreibt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-A'raf, Surah 7, Vers 55, ruft euren Herrn in Unterwürfigkeit flehend und im Verborgenen an. Gewiss, er liebt nicht die Übertreter. Also gibt es beim Dua eine Art Übertreiben. Und zwar, eine Art zu übertreiben ist, wie man zum Beispiel sagen würde, O Allah, mach mich zu einem Propheten. Oder, O Allah, und bittet Allah subhanahu wa ta'ala um eine Sache, die widersprüchlich ist. Ja? Das ist so, als würde man eher also, als würde man sich über Allah lustig machen, wenn man also weiß, was man da wirklich sagt. Okay. Dann kommen wir nun zu einem weiteren Kapitel. Und zwar Babun la yaqulu abdi wa amati. Und zwar lautet dieses Kapitel, man soll nicht sagen abdi oder amati. Auf Arabisch Abdi bedeutet mein Diener oder mein Sklave. Und Amati ist die weibliche Form von meine Dienerin oder meine Sklavin. Zusammengefasst geht es einfach nur darum, dass es den Anschein erweckt, wenn man sagt mein Diener
dass man entweder, also wie gesagt, den Anschein erweckt, auch wenn man es nicht beabsichtigt, dass man selbst der Herr ist und das sein Diener ist, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns als seine Diener bezeichnet hat. Und die zweite Sache ist, dass wenn man in Anwesenheit des wirklichen Sklaven, wenn man wirklich einen Sklaven oder eine Sklavin besitzt, diese Ausdrücke verwendet, dann führt das, dann bringt man den Sklaven oder die Sklavin dazu, sich erniedrigt zu fühlen. Und sich erniedrigt zu fühlen, soll man sich vor Allah subhanahu wa ta'ala und nicht vor irgendeinem anderen Menschen. Und allgemein, wie gesagt, es geht immer darum, wenn es dazu führt, dass man an den Herrn denkt, an Allah subhanahu wa ta'ala, dann soll man dieses Wort nicht verwenden. Und wenn es, oder wenn man an Diener denkt, man meint damit Diener Allahs, dann ist, also wenn das den Anschein erweckt, dass man damit Diener Allahs meint, in Wirklichkeit meint man seinen eigenen Diener, seinen eigenen Sklaven, dann wie gesagt ist auch wieder dieses Verbot impliziert. Im Hadith bei Bukhari heißt es, überliefert von Abu Huraira, radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagte: La yaqul ahadukum at'im rabbak, wadd' rabbak, wal yaqul sayyidi wa maulai. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte: Niemand soll sagen, gib deinem Rabb zu essen oder wasche deinen Rabb, wie gesagt, auf Deutsch, wenn wir es jetzt übersetzen, damit die Bedeutung also klar wird, gib deinem Herrn zu essen oder wasche deinen Herrn, obwohl der Besitzer eines Sklaven ist sein Herr. Aber trotzdem soll man diese Begriffe, wenn in dieser Sprache es missverstanden werden kann, normalerweise mit Rabb meint man damit Allah subhanahu wa ta'ala, deswegen soll man dann diese Begriffe nicht verwenden. Und er sagte weiterhin: Wa la yaqul ahadukum abdi wa amati. Und niemand von euch soll sagen, mein Abde, also mein Diener, mein Sklave, oder wa amati, oder meine Dienerin und meine Sklave. Wal yaqul fataya wa fatati wa ghulami. Man soll stattdessen Folgendes sagen: Fatai ist bedeutet so viel wie junger Mann oder mein Jüngling, und Fatati ist die weibliche Form davon, eben mein junges Mädchen. Und Rulami bedeutet eben so viel wie mein Bursche. Und das gleiche gilt für, man darf auch sagen, Jariyati, zur eigenen Sklavin, das heißt mein junges Mädchen. Ja? Das sind Begriffe, die man stattdessen verwenden soll, anstatt dass man sagt, mein Diener oder meine Sklavin und so weiter. Wie lautet das Urteil über die Verwendung von solchen Begriffen? Es kommt darauf an. Wir teilen die Verwendung dieser Begriffe in zwei Kategorien. Erstens einmal, wenn man dieses Wort Abd, also Diener, Sklave, jemandem anderes zuschreibt, wie zum Beispiel sagt, der Sklave von der Person so und so oder die Dienerin von der Person so und so. Das ist erlaubt, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat An-Nur, Vers 32: Und verheiratet die noch ledigen Männer und Frauen unter euch und die Rechtschaffenen von euren Sklaven und euren Sklavinnen. Und ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith bei Bukhari und bei Muslim: Laysa 'ala al-muslimi fi 'abdihi wa la farasihi sadaqa. Ein Muslim muss in Bezug auf seinen Diener, seinen Abd, weder in Bezug auf seinen Diener noch in Bezug auf sein Pferd Zakat entrichten. Und wenn man, die zweite Kategorie ist, dass man diesen Diener und diese Sklavin sich selbst zuschreibt, heißt, sagt, mein Diener, meine Sklavin. Dann kommt es darauf an, wenn man einfach damit sagen möchte, dass es sein Diener ist und seine Sklavin ist, das heißt, ich habe meinem Diener zu essen gegeben oder ich habe meinem Diener gekleidet oder ich habe meinen Diener freigelassen. Wenn man dies in Abwesenheit des Dieners und der Sklavin sagt, dann ist dies unproblematisch. Aber wenn man dies in Anwesenheit dieser Person sagt, dann, wenn sich dadurch etwas Negatives ergibt, wie zum Beispiel, dass der Diener und die Diener sich dann erniedrigt fühlen, dann darf man dieses Wort nicht verwenden. Und ansonsten, wenn sich dadurch nichts Negatives ergibt, ist dieses Wort unproblematisch zu verwenden. Und wenn man es allerdings beim Rufen verwendet, wenn man sagt, mein Diener, komm, oder meine Sklavin, bring mir das und das, dann sagen die Gelehrten, also manche sagen, das ist haram, und manche sagen, es ist makruh, mindestens ist es auf jeden Fall makruh. Und nun, wie verhält es sich mit dem Begriff Rabb? Das war, was wir gerade behandelt haben, war der Begriff Abd. Aber der Begriff Rabb, es kann sein, dass man diesen Begriff Rabb wie folgt verwendet. Es gibt verschiedene Arten.
Wir werden jetzt vier verschiedene Arten, wie man das den Begriff Rabb verwenden könnte. Zum Beispiel, wie im Hadith erwähnt: Gib deinem Herrn zu essen oder wasche deinen Herrn. Diese Aussage ist, soll man unterlassen. Also ist mindestens Makruh. Denn normalerweise wird der Begriff Rabb für den Herrn der Welten verwendet, das ist ein Name Allahs. Und deswegen soll man nicht also sagen, gib deinem Herrn zu essen, weil normalerweise versteht man darunter den Herrn der Welten. Und zweitens, weil dies dazu führen kann, dass der Diener oder die Dienerin sich erniedrigt fühlen vor ihrem eigenen Besitzer. Und in Wirklichkeit sollen sich erniedrigt fühlen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Die zweite Art, wie man dieses Wort verwenden könnte, ist, indem man es einer dritten abwesenden Person zuschreibt. Das heißt, indem man die Begriffe sein und ihre verwendet. Die Possessivpronomen sein und ihre. Das heißt, sein Herr oder ihre, ihr Herr. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass zu den Zeichen des jüngsten Tages gehört, an talid al-amatu rabbaha, dass die Sklavin ihren eigenen Herrn gebärt. Und oder in einer anderen Version heißt es, dass die Sklaven ihre eigene Herrin gebärt. Und das ist noch unproblematischer, weil Allah subhanahu wa ta'ala wird nicht als Herrin bezeichnet, Rabbah, sondern wenn überhaupt dann als Rabbe, das heißt, wird die maskuline Form verwendet. Und ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er über Fundsachen gesprochen hat und gefragt worden ist, was ist mit einem Kamel, was man verloren irgendwo in der Wüste findet, dann hat er eben gesagt, sinngemäß, dass man das nicht mitnehmen soll, denn ein Kamel hat ja sein eigenes Essen und Trinken bei sich. Hatta yajidaha rabbuha, bis ihr eigener Herr sie findet oder es wiederfindet. Also das Kamel kann sich selbst versorgen die ganze Zeit, wenn es verloren ist, bis der Sklave, bis der Besitzer, und hier ist das Wort Rabb, das Wort Rabb verwendet worden, bis der ihr Rabb sie wiederfindet. Und insofern also ist diese Verwendung ebenfalls unproblematisch. Jetzt kann es sein, die dritte Kategorie, man schreibt sich das Wort selbst zu. Mein Rabb, mein Herr. Das ist also inshallah unproblematisch, denn in Surat Yusuf, Vers 23, da sagte Yusuf alayhi salam, Innahu Rabbi ahsana mathwai. Er, mein Herr, hat mir einen schönen Aufenthalt bereitet. Und Yusuf al-Islam selbst verwendet dieses Wort. Und deswegen die Angst, dass man sich selbst erniedrigt fühlt, ist hier unproblematisch, weil man das Wort ja selbst verwendet. Das heißt, diese Person hat es ja selbst verwendet, freiwillig verwendet. Und die vierte Art ist, dass man das Wort verwendet im Sinne von, das ist der Herr von der Person so und so. Im Sinne von, dass der Besitzer, der Sklavenbesitzer von der Person so und so. All dies ist auch, inshallah, unproblematisch. Es sei denn, man würde irgendwie darunter verstehen, dass es eben gemeint ist, der Herr, denke, wie heißt es, der ihn erschaffen hat oder ähnliches. Dann wird natürlich wäre es absolut verboten. Und dann heißt es weiter im Hadith, sondern man soll sagen, Sayyidi wa Maulai. Sayyidi bedeutet so viel wie mein Führer. Wortwörtlich, kommt vom Wort As-Siyada und bedeutet jemand, der einen hohen Status hat. As-Siyada bedeutet ein hoher Status. Und eine Person, die einen hohen Status hat, ist ein Sayyid. Ja? Eine Person, die Ansehen genießt. Und dieser Begriff wird für verschiedene Sachen verwendet. Und zwar für einen Besitzer oder für den Ehepartner oder für jemanden, der wirklich Ansehen genießt. Ja? Für all dies wird dieser Begriff verwendet. Aber wie gesagt, dieser Begriff wird verwendet im Zusammenhang mit anderen Personen. Sayyidi heißt mein Sayyid. Oder der Sayyid von der Person so und so weiter. Aber As-Sayyid an sich ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen im Hadith, als einige zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, Anta Sayyiduna, du bist unser Sayyid, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, As-Sayyidullah tabaraka wa ta'ala. As-Sayyid ist Allah. Segensreich und erhaben ist er. Deswegen wollte der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht so bezeichnet, Sayyid, sondern dass Allah ist das Sayyid. Dieser Hadith ist unter anderem bei in Sunan Abi Dawud, rahimahullahu ta'ala.
Und Albani sagt es sahih. Und der Begriff Maulai heißt mein Maula. Maula ist ein Begriff, der verwendet wird für sowohl den Sklavenbesitzer, der einen Sklaven freigelassen hat, als auch für denjenigen Sklaven, der freigelassen worden ist. Ja? Und der Begriff Maula an sich hat auch noch andere Bedeutung, wird verwendet für der Herr, wird verwendet auch, aber auch für einen Freund oder einen Genosse. Ja? Und deswegen soll man diesen Begriff eher verwenden für einen Sklaven und nicht sagen mein Sklave, sondern man soll sagen mein Freund oder mein Genosse. Also zusammengefasst, anstatt dass man als Sklave sagt, ich habe meinem Herrn zu essen gegeben, meinem Rabb zu essen gegeben, soll man sagen, ich habe meinem Sayyid zu essen gegeben. Oder ich habe meinen Herrn gewaschen, soll man sagen, ich habe meinen Sayyid gewaschen. Ansonsten, wenn man es einer anderen Person zuschreibt, dann ist es unproblematisch. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat auch gesagt, Ana Sayyidu waladi Adam yawm al-Qiyamah. Ich bin der Führer der Kinder Adams am jüngsten Tag. Und dieser Hadith, in dem Hadith schreibt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich selbst als Sayyid der Menschen. Und das darf er, weil er es auch ist. Aber als Sayyid überhaupt, der Sayyid schlechthin, das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, jetzt kommen wir zu einem weiteren Kapitel. Und zwar lautet es, Babun la yuraddu man sa'ala billah. Jemand, der bei Allah um etwas bittet, darf nicht zurückgewiesen werden. Was bedeutet es, bei Allah zu bitten? Es bedeutet unter anderem, dass man sagt, ich bitte dich bei Allah, dass du mir das und das gibst. Wie wir in einem zuvor vorausgegangenen Hadith gesehen hatten, ein Hadith, wo der eine Engel in der Gestalt eines Menschen zu drei verschiedenen Leuten kam, die Allah subhanahu wa ta'ala mit Gnaden überschüttet hatte. Und dann sagte der Engel zu dem einen, ich bitte dich bei demjenigen, der dir diese schöne Haut und diese schöne Farbe gegeben hat, dass du mir ein Kamel gibst, also auf meiner Weiterreise, dass ich weiterreisen kann. Also hat die Person gebeten bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier wird klar, dass also gemeint ist nicht nur bei Allah, sondern auch bei jedem anderen, bei jeder Eigenschaft, die Allahs ist oder bei jedem Namen Allahs. Also hier hat er gebeten bei demjenigen, der ihm diese Haut gegeben hat. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala, zweifellos. Jemanden zurückzuweisen, grundsätzlich soll man jemanden, der einen bei Allah etwas bittet, nicht zurückweisen. Aber nun stellt sich erstmal die Frage, darf man überhaupt jemanden etwas bitten? Grundsätzlich ist es makruh, dass man jemanden um etwas bittet, egal was es ist. Es sei denn, es gibt dazu einen guten Grund oder eine Notwendigkeit. Denn die Sahaba, radiallahu anhum, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam den Treueschwur geleistet haben, haben die Menschen um gar nichts gebeten. Sogar wenn sie auf ihrem Reittier waren und ein Stock ist ihnen runtergefallen, haben sie zu niemandem gesagt, kannst du mir bitte den Stock reichen. Sondern sie sind selbst runtergegangen und haben ihn aufgehoben. Und dieses führt nämlich dazu, dass man angesehen ist unter den Menschen. Und dass man respektiert wird von den Menschen. Denn je mehr du die Menschen etwas bittest, desto weniger wirst du von ihnen respektiert werden. Aber grundsätzlich können wir sagen, wenn dir eine Sache zusteht, dann darfst du auch darum bitten. Und wenn dir eine Sache nicht zusteht, dann darfst du nicht darum bitten. Oder sollst nicht darum bitten. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte im Hadith, also dieser Hadith beweist uns, dass wir normalerweise die Leute um nichts bitten sollen. Gar nichts. Innal insana la yazalu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yawm al-qiyamah wa ma fi wajhi maz'atu lahm. Das heißt, der Mensch wird, die Menschen oder ein Mensch fragt, bittet die Menschen so lange um Sachen, bis er am jüngsten Tag erscheint und in seinem Gesicht kein Stück Fleisch mehr ist. So viel in Bezug auf die Person, die um etwas bittet. Aber jetzt geht es ja hauptsächlich um die Person, die etwas, die um etwas gebeten wird. Es kommt drauf an. Der Fragende, es kann sein, er bittet um etwas und sagt zum Beispiel, hey du so und so, gib mir das und das. Wenn es eine Sache ist, die der Gesetzgeber ihm erlaubt hat, zu bekommen, dann darfst du ihm es geben. Wie zum Beispiel, wenn ein armer Mensch dich um Zakat bittet, dann darfst du es ihm geben. Zweiter Fall, er bittet bei Allah.
In diesem Fall sollst du ihm etwas geben, auch wenn es ihm eigentlich nicht zusteht. Nicht, dass es verboten wäre für ihn, sondern eigentlich es steht ihm nicht zu. Aber wenn er dich darum bittet bei Allah subhanahu wa ta'ala, dann gehört es zur Verherrlichung desjenigen, bei dem er dich gebeten hat, dass du dieser Person das gibst, worum sie dich gebeten hat. Es sei denn natürlich, sie bittet dich um etwas Verbotenes. Wenn sie dich um etwas Verbotenes bittet, wie zum Beispiel, sie bittet dich um Geld, damit sie Alkohol damit kaufen geht, dann ist es etwas, darfst du es der Person nicht geben. Oder wenn die Person dich bittet um etwas, wie heißt es, was zu deinem Schaden führt. Wie zum Beispiel, sie bittet dich darum, dass du ein Geheimnis entblößt zwischen dir und deiner Ehefrau, dann musst du überhaupt nicht dieser Person antworten und überhaupt nicht ihr dieses Geheimnis rausrücken. Denn das wäre nichts anderes als eine Unterstützung von Sünde. Der Autor, rahimahullah ta'ala, erwähnte einen Hadith diesbezüglich, überliefert von Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man sa'ala billahi fa'a'tuh, wa man ista'adha billahi fa'a'idhuh, wa man da'akum fa'ajibuh, wa man sana'a ilaykum ma'rufan fa'kafi'uh, fa'in lam tajidu ma tukafi'unahu, fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Dieser Hadith, sagt der Autor, rahimahullah, ist überliefert von Abu Dawud al-Nasai, mit einem sahih Isnad. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Wer bei Allah bittet, dem gebt. Und wer bei Allah Zuflucht sucht, dem gewährt Zuflucht. Und wer euch einlädt, dem folgt seine Einladung. Und wer euch etwas Gutes tut, den belohnt. Und wenn ihr nichts vorfinden könnt, womit ihr ihn belohnen könnt, dann betet für ihn, bis ihr der Meinung seid, dass ihr ihn schon genug belohnt habt. In diesem Hadith, liebe Geschwister, den wollen wir uns natürlich jetzt stückweise vornehmen. Der erste Teil, den haben wir schon behandelt, und zwar, wenn jemand euch über Allah etwas bittet, dann gebt ihm eben das, solange die Sache erlaubt ist, soll man dies tun, und solange man auch keine, wie sagt man, keinen Schaden dadurch erleidet, kein Schaden erleidet und die Sache nicht verboten ist, dann soll man der Person das geben, denn sie bittet bei Allah, beim Gewaltigen, und zur Verherrlichung des Gewaltigen gehört, dass man eben dieser Bitte nachkommt. Dann sagt er weiterhin, وَمَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِذُهُ, das heißt, wenn jemand bei Allah Zuflucht sucht, das heißt, jemand kommt zu dir und sagt zu dir, ich bitte dich bei Allah um Zuflucht, gewähre mir Zuflucht, gewähre mir Unterschlupf, hilfe mir, dann muss man ihm helfen. Wie gesagt, es sei denn wieder, es geht darum, dass er natürlich, dass man ihm bei einer Sünde hilft. Ja? Also wenn eine Person ein Sünder ist und irgendwie versucht abzuhauen von irgendeiner Gefängnisstrafe oder ähnlichem, dann natürlich darfst du dieser Person keinen Unterschlupf gewähren. Wie gesagt, wenn die Sache natürlich rechtmäßig ist. Dann sagte er weiterhin, sallallahu alaihi wasallam, وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوا, wenn jemand euch einlädt, dann folgt seiner Einladung. Hier geht es also hauptsächlich um die Einladung, Wallahu ta'ala a'lam. Und die Mehrheit der Gelehrten sagt, dass einer Einladung nachzukommen mustahab ist. Das heißt, man muss es nicht tun, aber es ist gut, wenn man es tut. Es sei denn, es handelt sich um eine Hochzeitseinladung. Dann ist es eine Pflicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنعها ويمنعها من يأتيها ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. Das heißt, das übelste Essen ist das Essen, was serviert wird zu einer Hochzeitsfeier. Warum? Weil er sagte, eingeladen wird derjenige, der eigentlich gar nicht kommen will, und verwehrt wird es dem, der hingehen will. Und wer dieser Einladung nicht folgt, der hat Allah und seinem Gesandten zuwidergehandelt. Das heißt, er war ungehorsam Allah und seinem Gesandten gegenüber. Wie dem auch sei, egal ob es eine Pflicht ist oder eine freiwillige Tat ist, man muss einer Einladung nicht immer folgen. Es gibt Voraussetzungen. Erste Voraussetzung, wenn diese nicht gegeben ist, dann braucht man also einer Einladung gar nicht folgen. Und zwar, derjenige, der einlädt, ist keine Person, der man aus dem Weg gehen muss, oder bei der es eine Sunna ist, dass man ihr aus dem Weg geht. Wie Al-Mubtadi' zum Beispiel. Je nach Situation natürlich. Zweitens,
dass der Ort, wo man eingeladen, wohin man eingeladen wird, dass dort eben nichts Verbotenes stattfindet. Und wenn man natürlich imstande ist, dorthin zu gehen und diese verbotene Sache zu entfernen, zu beseitigen, dann ist es gut, dann geht man natürlich hin. Aber wenn man dahin geht und zum Beispiel der Musik zuhören muss, dann ist es verboten und man darf dort nicht hingehen. Oder wenn dort die Frauen und Männer auf verbotene Weise gemischt zusammensitzen, dann braucht man dort überhaupt nicht hingehen und darf auch überhaupt nicht dorthin gehen. Und hier heißt es eben, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala verherrlichen, mehr als irgendjemanden anderes, der uns da einlädt. Drittens, dass diejenige Person, die dich einlädt, ein Muslim ist. Wenn er kein Muslim ist, brauchst du nicht. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Haqqul Muslim ala al-Muslimi sitt. Er sagte, zu den Rechten eines Muslims gegenüber seinem muslimischen Glaubensbruder, gegenüber seinem Muslim ist, gehören sechs Rechte. Und dazu gehört, er sagte, idha da'aka fa'ajibhu, wenn er dich einlädt, dann folge seiner Einladung. Und viertens, dass die Person, die dich eingeladen hat, von erlaubtem Geld hier lebt und ihre Einladung von erlaubtem Geld finanziert. Aber wenn diese Person einen Beruf hat oder eine Einnahmequelle hat, die haram ist, dann natürlich darfst du dieser Einladung nicht folgen, denn dann isst du ja Verbotenes mit dir. Und andere Gelehrte sagen, dass wenn jemand etwas Verbotenes erworben hat, also irgendeinen Handel treibt, der haram ist und Geld bekommen hat dadurch, so lastet die Sünde auf denjenigen, der es erworben hat und nicht auf denjenigen, der dieses auf erlaubte Weise dann bekommen hat. Das heißt, die Person handelt zwar mit Verbotenen, bekommt dadurch Geld, finanziert dadurch eine Einladung, lädt mich dazu ein. Ist es für mich verboten, einer Einladung zu folgen und von Essen zu essen? Nein. Insofern machen manche Gelehrte da einen Unterschied. Es sei denn, es handelt sich natürlich um eine verbotene Sache an sich. Das heißt, wenn die Sache an sich verboten ist, wie zum Beispiel Alkohol oder Gestohlenes oder Ähnlichem. Das heißt, auch wenn die Person sogar Halal-Geld hat und mich einlädt, zu etwas Verbotenem zu essen, darf ich ja auch nicht davon essen. Und diese Ansicht, sagt der Erläuterer hier, Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, ist sehr stark. Und der Beleg dafür ist, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam von einem Juden Essen gekauft hat für seine Familie und auch von dem Schaf gegessen hat, was die eine jüdische Frau ihm bei Khaybar gegeben hatte oder geschenkt hatte. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam ist auch der Einladung eines Juden nachgekommen. Und in dieser Hinsicht sagen wir also, es ist je mehr natürlich die Person mit Verbotenem handelt, desto eher es ist Makruh und geht in Richtung Haram. Und je weniger verbotene Einnahmen die Person hat, desto eher darf man von seinem Essen dann essen. Das ist nach der ersten Ansicht, ja. Nach der ersten Ansicht, also wie wir gesagt haben, dass man eine Anlage, dass man nicht von Verbotenem essen darf, überhaupt nicht. Da macht man den Unterschied, ob die Person, je mehr sie Verbotenes verdient hat, desto eher darf man davon nicht essen. Und je weniger Verbotenes sie verdient, desto eher darf man dort essen. Bei der zweiten Ansicht, sie macht keinen Unterschied. Sie sagt, du darfst immer dort essen bei einer Person, auch wenn sie nur mit Verbotenem handelt. Denn das Verbot oder die Sünde lastet auf der Person, die das getan hat und nicht auf der Person, die eingeladen wird. Wallahu ta'ala a'lam. Fünfte Voraussetzung, dass man natürlich durch das Nachkommen einer Einladung nicht eine Pflicht unterlässt, wie zum Beispiel das Pflichtgebet oder ähnliches. Irgendeine andere Pflicht, die man tun muss, dann also oder eine Pflicht, die noch wichtiger ist als die Pflicht einer Einladung wie einer Hochzeitseinladung nachzukommen. Dann sechstens auch wichtig, dass derjenige, der dieser Einladung folgt, ihm darf dadurch kein Schaden zuteilkommen, wie zum Beispiel, wenn er hinreisen müsste, also eine Reise auf sich nehmen muss oder in der seine Familie alleine lassen muss für eine gewisse Zeit, obwohl sie ihn vielleicht brauchen. Und ja, das sind wie gesagt Voraussetzungen, die gegeben sein müssen und dann muss man dieser Einladung folgen oder ist es eine Sunna, dieser Einladung zu folgen, je nachdem. Eine Frage, die sich stellt, ist, wenn jemand von uns eingeladen wird, ist dieses ein Recht der Person, also dass du dieser Einladung folgst, ist dies ein Recht der Person, die dich eingeladen hat, oder ein Recht Allahs? Wir sagen, das ist ein Recht des Menschen.
Das heißt, rechte Person, die dich eingeladen hast. Würde bedeuten auf Deutsch, wenn du der Person sagst, tut mir leid, ich kann leider nicht kommen, kannst du mir bitte erlauben, davon fernzubleiben? Dann wird, wenn er dir sagt, okay, kein Problem, ich sehe das ein, dann darfst du eben wegbleiben. Und dann ist es eben kein, dann löst du natürlich keine Sünde, selbst wenn du bei dieser Hochzeitseinladung nicht erscheinst, wenn du der Person, wenn die Person Erlaubnis gebeten hast und sie es dir erlaubt hat. Aber nicht vergessen, das Nachkommen einer Einladung ist ja nicht nur, dass du eine gute Tat leistest gegenüber der Person, die dich eingeladen hat, sondern auch eine Gehorsamkeit Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber, weil er ja diese Sache zur Pflicht bzw. zur Sunna für dich gemacht hat. Und wie verhandelt es sich mit Hochzeitseinladungskarten oder überhaupt Einladungskarten? Da kommt es darauf an, wenn die Einladungskarten verteilt werden und du merkst, dass du, also du bist dir nicht sicher, also du weißt nicht mit Gewissheit, dass du wirklich damit gemeint bist hier, weil es so eine allgemeine Einladungskarte ist, die einfach an alle verteilt wird, die gerade da sind. Dann sieht das eher so aus, als wäre es eine allgemeine Einladung, der du nicht unbedingt folgen musst. Wenn es aber allerdings natürlich irgendwie der Name draufsteht oder man es dir in die Hand gegeben hat, weil und du weißt genau, dass du damit eingeladen werden sollst und die Person hat es dir in die Hand gegeben, die dich vielleicht einlädt, sie gibt es dir in die Hand, dann weist es darauf hin, dass du damit gemeint bist. Und nicht ist eine allgemeine Einladung, sondern man will unbedingt, dass du zur Einladung erscheinst. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, und wenn jemand euch etwas Gutes getan hat, dann belohnt ihn dafür. Und die Belohnung kann natürlich verschiedenartig aussehen, die ist nicht näher beschrieben in diesem Hadith, aber die Belohnung, die führt eben dazu, dass man jemanden, der etwas Gutes tut, dazu aufmuntert, immer wieder weiter Gutes zu tun. Und man verspürt natürlicherweise, wenn jemand einem etwas Gutes tut, eine Art innere Erniedrigung oder Schamgefühl oder nenn es wie du möchtest. Und indem du der anderen Person dann wieder etwas Gutes leistest, führt es dazu, dass du dieses Gefühl, was in dir hegt oder was in dir steckt, eben beseitigst. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte ja, al-yadu al-ulya khayrun min al-yadu al-sufla. Das heißt, die obere Hand ist besser als die untere Hand. Also die gebende Hand ist besser als die nehmende Hand. Und deswegen, du möchtest ja nicht ein Nehmender sein, deswegen gibst du auch etwas her, damit du eben zu den besseren Menschen gehörst. Und wenn man nichts findet, wenn man kein Geschenk hat, was man dieser Person geben kann oder irgendwie etwas Gutes tun kann, dann soll man eben Bittgebete für die Person sprechen, bis man der Meinung ist, dass man ihm seine Wohltat entlohnt hat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.